Dieses Modell zur eleatischen Philosophie zeigt die Lehren Xenophanes. Xenophanes wurde um 570 vor Christi im ionischen Kolophon geboren. Nach der Eroberung seiner Heimat durch die Perser 545 vor Christi wanderte er nach Unteritalien aus und war der Stifter der eleatischen Schule. Die von Parmenides und Zenon gegründete eleatische Lehre vom einen Sein wurde vom älteren Xenophanes bereits vorbereitet. Xenophanes Arbeitsgebiet war jedoch weniger die Naturphilosophie als vielmehr die Theologie und Religionskritik. In der antiken Welt glaubten die Menschen an mehrere Götter, die sie sich wie Menschen vorstellten und denen sie ebenso menschliche Gefühle und Verhaltensweisen zuschrieben. Diese Göttervorstellung kritisiert Xenophanes. Homer und Hesiod haben die Götter mit allem belastet, was beim Menschen übel genommen und getadelt wird: Stehlen und Ehebrechen und einander betrügen. Im Gegensatz dazu spricht er nur von einem einzigen Gott. Ein einziger Gott ist unter Göttern und Menschen der Größte, weder dem Körper noch der Einsicht nach dem sterblichen Menschen gleich. Der eine Gott vereint in sich Erkenntnis und reine Aktivität, die nicht von menschlicher Art und Schwäche sind. Die Erkenntnis wird vom Auge symbolisiert, die Aktivität von den Strahlen. Dennoch bleibt Xenophanes seinen eigenen menschlichen Erkenntnissen gegenüber skeptisch. In Bezug auf die Götter und die Gesamtnatur hat noch niemand volle Gewissheit erlangt und wird es auch nie, denn über allem liegt Schein. Sein Lebensunterhalt verdiente sich Xenophanes mit dem Vortrag seiner Gedichte als wandernder Sänger. Erhalten sind uns Teile seines Lehrgedichts und seiner Elegien. Tugend und Geistesbildung standen ihm unvergleichlich höher als die von den Griechen so hoch geschätzten Sport- und Kampfspiele. Über diese äußerte er sich herablassend: Ungerecht ist es, die Stärke des Leibes der guten Weisheit vorzuziehen.